So, hallo, wir machen weiter bei Infernum. Letztes Mal haben wir ein wunderschönes Level angefangen, von dem wir jetzt nochmal den ersten Teil spielen müssen. Ich habe gehört, wir rewinden jetzt erstmal, um zu sehen, wie das Puzzle eigentlich geht. Okay, na gut. Es ist ja nicht viel, was du anders machen musst. Dann erzähl mal. Oha, wie weit kann ich rewinden? Okay. Hier ist doch ja, das passt schon. So. Wenn du jetzt so dastehst, jetzt scrollst du am besten mal nach rechts. Ja, was, da ist kein R, also darf ich nicht scrollen normalerweise. Ach so, ich soll ihn runterfallen lassen, einfach in dem Moment. Ja, ne? Ganz, ganz schwierig. Ja, okay. Puzzle. Oh nein! Ja, dann mach mal nochmal. Ja, dann können wir es doch richtig machen. So schwierig war es ja nicht. Ach so, halt erst auslösen. Ja, dann können wir es jetzt auch nochmal machen. Hab gehört, durch die erste Hälfte kommen wir so schnell durch. Ja, jetzt schon. Jetzt weiß ich, wie es geht. Nachdem du ja weißt, wie sie funktioniert, ist sie ja kein Problem mehr. Richtig. So sehe ich das auch. Den Pilz darfst du ruhig einsammeln. Ja, aber ich darf halt nicht zu hoch. Oder ist das durchlässig für mich? Ich weiß es gerade nicht. Das ist ja wurscht. Durchlässig für dich. Ach so. Oha! Oha, ich muss schnell sein. Dann vielleicht noch ein bisschen schneller schwimmen. Gut. Jetzt. Okay, dann so. So, da sind wir schon mal lang gelaufen. Gehen wir wieder zurück. Okay, rein da. Also, bis zur Mitte kommen wir ja wieder. Ach, muss ich gar nicht. Ja, gut. Ich habe ja gesagt, die erste Hälfte geht schnell. Ich habe zwar nicht diese schnell erwartet, aber umso besser. So. Sehr schön. Das ist Fanservice. Huch. Nee, Fanservice gibt's in anderen Leveln wieder. Nee, den Fanservice, das ist für mich überhaupt kein Fanservice. Weil das ich bin damit ja nicht gemeint und ich bin trotzdem Fan. Aber ich denke, dass so eine, da eine Tür ist, ich denke, damit fühlt sich jeder angesprochen. Aber ja, ich weiß, dass man das Fanservice nennt. Ah, es ist so... Ah. Was tue ich hier eigentlich gerade? So. Also, wir haben gehört, ich darf essen. Nur nicht zu viel. Also, 4, 5 Sachen darf ich essen. Yoshi, komm wieder mit! Dann darf ich nur keine großen Sachen essen. Wie Pilze oder... Wow! Ultra-Lag. Ja, den Pilz darf ich zum Beispiel nicht essen, den darf ich als Mario, aber... Nee, darf ich auch nicht. Also weder Yoshi noch Mario nehmen den Pilz mit. Der Pilz wird sein Leben lang... Ich habe gehört, Mario mit Pilzen schmeckt nicht. Der Pilz wird sein Leben lang einsam bleiben. Schade. Jo, wieso... Das wird knapp. Könnte sein, dass ich das schon wieder schlecht getimt habe hier alles. Ja, entweder schneller sein oder eine Runde warten. Weil das Runde warten wird schwierig in einer Situation. Richtig. Ja, sonst starten wir halt gleich nochmal neu. Ich glaube nämlich, ich habe das schon wieder alles viel zu langsam gemacht. Das sieht nicht gut aus. Das glaube ich auch. Wait, kann ich den nicht einfach später auslösen? Ah, dann kriege ich Yoshi nicht mehr. Ja, nee, okay. Wir starten das neu. Die Fische einfach umzubringen ist auch eine interessante Methode. Habe ich das nicht beim ersten Mal... Aber beim ersten Mal bin ich unten durch, oder? Richtig, so hat das bisher jeder gemacht. Ah. Ja. Hui! Das andere Hui. Es halt! Nicht die Feder. Nur den Fisch. Ja, jetzt haben wir schon ganz anderes Tempo hier drauf. Yo! Völlig andere Situation.
Plastik. Es sieht doch gleich viel besser aus. Finde ich auch. Gummi! Nein! Am besten, falls das Loch noch treffen. So, jetzt aber! Jawohl! Go! Ich hab ein bisschen Angst, zu schnell jetzt vorne. Oh, okay. Ich denke, den darf ich nicht essen. Der ist ja, das sind nicht umsonst drei Pfeile, die nach rechts zeigen. Der ist eher zum Ausweichen, genau. Hä, das ist schon das Ziel? Ja. Übrigens, dir schwimmt dein Essen gerade oben aus dem Bild. Ich darf den doch essen? Oh, okay. Ja, aber jetzt wird's interessant. Ich lande jetzt ja nicht auf Yoshi drauf. Richtig. Ach, hier. Ich lass dich mal überlegen. Nein! Also hier ist ja eine Münze. Aber an der Stelle Yoshi schmeißen, das gibt jetzt nicht so wirklich viel Sinn. Bin nur gerade irritiert, wie kurz diese zweite Hälfte ist. Die erste Hälfte ist auch nicht viel länger, wenn man sich nicht so anstellt. Ja, aber was? Es hat, glaube ich, nichts damit zu tun, dass ich auf Yoshi landen soll, oder? Nee, du musst nicht auf Yoshi landen. Kann man da irgendwie glitschen, dass man in dem Moment das Ziel einsammelt, während er den Fisch isst? Weil man dann die Zeit stoppt oder sowas? Für einen Moment und dann stirbt Mario nicht. Irgendwie so? Na, anscheinend doch. Nee. Okay, Frage. Geht es aus dem Punkt, wenn das Screen anhält, noch? Nö. Ah. Geht es jetzt überhaupt noch? Nö. Ah, ich habe also irgendwas falsch gemacht. Richtig. Du hast wertvolles Essen weggeschmissen. Ich hab wertvolles Essen weggeschmissen. Ja. Yoshi soll jetzt schon groß sein. Was? Yoshi soll jetzt schon groß sein? Okay, also zurück. So viel zu, das Level ist kurz. Ich habe wieder irgendwas verpasst. Du kannst auch direkt auf Retry gehen. Oh je. Ich habe die Shell nicht gegessen am Anfang. Die soll ich essen, oder? Richtig. Das ist schlecht. Muss ich die ja doch stoppen. Deswegen ist da auch eine Münze. Ja, dann wird... Oh, da wird das aber richtig knapp. Und dann wird der zweite Teil wieder knapp. Ach, verdammt, da war ich mal schneller und jetzt muss ich doch wieder hier noch anhalten. Yo! Das sah eigentlich gar nicht so schlecht aus. Oh, oh mein Gott. Yoshi? Willst du mitkommen? Hast du Bock? Alter! Das wird böse knapp. Aber es ist ja wirklich ein ganz kurzes Stück. Gut, Yoshi hat halt auch nur 5 Sachen zum Essen. Da kann man das gar nicht so lang bauen. Jo!
Also wenn du den Pilz früh genug anstößt, kannst du auch eine Runde warten. Mhm, ich glaube, das ist besser. Ja, nee, in dem Fall nicht. Du solltest halt trotzdem versuchen, dich nicht erst vom Scrolling reindrücken zu lassen. Mhm. Oje. Ich habe halt nicht viele Möglichkeiten, wo ich nochmal Gas geben kann. Hier so ein bisschen. Okay, das war jetzt ein bisschen schneller. Mal gucken. Das sieht gut aus. So, jetzt muss ich den aber so essen, dass ich nicht sterbe. Also da drüben. Deswegen ist da auch so eine grüne Münze. Aber jetzt sterbe ich ja trotzdem. Ah, ja, okay, gecheckt. Dafür ist die Säule da. Richtig. Na. Okay, er kommt mir nicht genug entgegen. Muss eher rein jetzt ungefähr. Yay! Glückwunsch, jetzt stehst du auf der Säule. Okay. Ach, jetzt kommen wir zu dem Ludum Parum 3-Switch. Na dann haben wir wieder jetzt ein lustiges Coin-Rätsel vor uns wahrscheinlich. Ja, mal schauen, ob es wieder eine Stunde dauert. Kommt immer drauf an, ob hektisch oder nicht. Okay, alles was ich tun muss, ist der Dings ausweichen. Einer der einfacheren Switches, ja. Ah, nein, nix safe. Weg. Böse. Das müssen wir schon erstmal ohne probieren. Ah, wenn du den blauen Switch Place ohne hinkriegst, kriegst du den hier auch hin. Ich meine, die 26 Münzen kannst du gerade noch so sammeln. 30. Also, ja, 26 sammeln. Aber da oben muss es eine 30 sein. Das ist ja genau der Gedankenfehler, den ich hatte. Ich glaube, der wird dich noch eine Weile begleiten. Es war richtig, an die 26 zu denken, aber das heißt nicht, dass die Zahl da oben eine 26 sein darf. Richtig. So. Die Frage ist halt immer, wie schnell... Achso, kommt überhaupt irgendwas nach oder habe ich hier unendlich viel Zeit? Da müsste doch jetzt irgendwann ein Koopa runterlaufen oder so und mir das kaputt machen. Nee, ich habe unendlich viel Zeit. Okay. Deswegen ist der blaue Switch-Place ja auch stressiger als die anderen. Ah. Ja, dann ist das ja super angenehm. Dann muss ich hier ja nicht mal mich hetzen. Spielen solltest du trotzdem. Ja, aber das sollte wirklich in der Sache von, keine Ahnung, 3 Minuten oder so, sollte das geregelt sein. Dann brauchst du auch sicherlich keine Save-States für die zweite Hälfte. Das kommt ganz drauf an, was du mir da entgegenwirfst. Kann ich nicht garantieren. Ah, Mann! Okay, ich erhöhe auf 5 Minuten. Gleichzeitig koordinieren. So. Okay, ist es egal. Dann fahr halt einfach irgendwie wild durch die Gegend, Snake. Ist in Ordnung. Kein Problem. Wie viel haben... Nein! Nah dran. Ich glaube aber wirklich, tatsächlich, es ist hier gar nicht... Ich brauche hier gar nicht eine Strategie mir aufbauen. Ich mache das einfach irgendwie wild rum. Es ist ja so viel Platz. Fahren wir einfach einmal hier komplett runter.
Dann machen wir hier oben hoch. Na, jetzt habe ich doch schon... Ja, hallo? Nein! Ach, komm schon! Wie schaffe ich das denn immer? Oh. Der Hochmut kommt vor dem Fall. Ja, aber es ist halt wirklich leicht. Also wirklich leicht. So. Okay. Na also. Ja, das... So, jetzt krieg ich den Pilz. Ja, ich nehme das an, als dass ich die zweite Hälfte ohne P-Switch, ohne Save States probiere und gucke, was passiert. Wahrscheinlich muss ich halt schnell... Nein! Nein! Okay, ich akzeptiere es. Okay, wir machen das alles zusammen. Ist in Ordnung. Kriegst schon hin. Nein! Ja, aber erste Hälfte ist ja wirklich einfach. Ja. Kann ja einfach direkt rüber gehen. Cool. Na, und dann bist du unverwundbar. Na, ach. Ich muss nicht mal dem Ding ausweichen und ich bin trotzdem zu blöd, die Coins wegzulenken. Das ist doch unfassbar. Warum ist der letzte P-Switch der schwierigste, der einfachste? Wieso der letzte? Ah, wir haben noch den roten, ne? Richtig. Richtig, den roten hatten wir noch nicht. Okay, aber der vorletzte ist... Ja. Außerdem hast du als Nummer 3 nummeriert. Ja, aber dann ist trotzdem der vorletzte der einfachste. Ja, aber du kommst halt vorher gar nicht hin. Oder kommst du? Je nachdem, wie du gehst auf der Overworld. Oh, okay. So. Nein, nicht jetzt schon. Okay. Gut. Sehr gut. Sehr gut. Was ist passiert? Du bist gestorben. Hä, aber da ist keine... Hä, an was? Das finden wir wohl im nächsten Versuch raus. Hä, ich hab das nicht gesehen. Hä? Ist da was im Boden? Natürlich ist da was im Boden, Conan. Das ist ja frech. Ja, sonst wäre es ja auch zu einfach. Reicht das? Nein, natürlich nicht. Okay. Ach, ich bin zu blöd. Oh. Gibt's doch nicht. Müsste man doch echt konstant schaffen. Es ist doch nicht schwierig. Einmal über dieses Ding springen und schon ist man glücklich. Also keine Ahnung, wie man sich da so anstellen kann. Halt absolut nichts anderes als das. So, jetzt muss ich halt geduckt da reinspringen. Nein! So, was ist jetzt im Boden? Wo ist das? Ach so! Ja, ich verstehe. Ja, da springt einfach so ein gelber Cooper von unten hoch. Der kommt aber wieder, wenn ich den jetzt kille. Nee, der kommt nicht wieder. Na also. Ach, dann muss ich ja gar nicht schnell hingehen. Ach so, ich dachte, ich muss schnell sein. Ja, dann ja, passt vielleicht das wird ja. Man sich eines Tages freudig dieses Moments erinnern. Steht oben in der Messagebox. Hätte ich ihn jetzt tot scrollen können oder drückt mich das nach oben in die Stacheln? So wie du es gemacht hast, hat es funktioniert, würde ich sagen. Ich will es mal ausprobieren. Nein! Ich wollte laden. Ja, ich wollte sehen. Ach, scheiß drauf. Okay. Gut. Dann will ich es doch nicht ausprobieren. So, jetzt ist die interessante, spannende Frage. Wo geht's auf der Oberwelt weiter? Mal gucken. Ich glaube... Hier waren wir noch nicht oben. Ich glaube, du hast noch links was vergessen. Also, wenn du runter und links gehst. Ja, hier geht's. Das Level habe ich auch noch nicht gespielt, stimmt. Richtig. Dann spielen wir das doch erstmal schnell. Vielleicht schnell, vielleicht auch nicht.
Irgendwas mit Linien. Ah ja. Ja, der Fluss der Linien. Das bezieht sich wahrscheinlich einfach auf die Grafik, die verwendet wurde. Richtig. Ich hätte die Shell nicht da hochwerfen dürfen. Richtig. Mach ich das? Ach so, da muss ich das von da unten machen. Ja, okay, I see. Du warst hier vielleicht ein bisschen zu früh drüben. Ich war zu schnell. Oha. Mal darf man nicht zu schnell sein, mal darf man nicht zu langsam sein. Nie weiß man, was richtig ist. So. Come on! Ja, wir kriegen das schon noch hin. Okay. Nee. Aber so geht's. Nein. Nein. Ja. Okay. Passt. Zum Glück ist das Level sehr kurz. Also, man muss ja sagen, die meisten Level sind ja tatsächlich kurz. Ich meine, ich brauche zwar eine Weile, aber an sich sind sie nicht lang und das ist gut. Das macht den Hack sehr angenehm zu spielen. Außer es war jetzt ironisch und das Level ist einfach sehr lang. Aber da sie bisher kurz waren, die Level, wird das hier auch kurz sein. Es kommt wirklich sehr aufs Level drauf an. Ich würde sagen, die Länge ist okay von den Leveln. Ja, würde ich auch sagen. Hatten wir jetzt eigentlich schon das Level, was du als schlechtestes Level betitelt hast, irgendwann gehabt? Nee. Okay. Bleibt spannend, welches Level das sein wird. Eventuell dauert das noch eine Weile, bis du das siehst. Okay. Also abhängig davon, wie ich den Weg auf der Oberwelt bestreite. Weil ich nicht mehr viele Optionen auf der Oberwelt aktuell habe. Ich meine, gut, es kommen jetzt neu wieder und wieder neue Optionen dazu, wenn ich hier weiterspiele, aber ja. Ich glaube, du bist echt schon ziemlich weit. Ja, wir müssen dann die 40 Exits haben, glaube ich. Oder mehr? Wir können ja gleich mal schauen im Startbildschirm. Nicht so. Okay, also ich muss den Goomba aktivieren. Ich muss den Goomba auf die Plattform schmeißen. Ne, bleibt der überhaupt auf der Plattform stehen? Ich glaube, der fällt da durch. Ich darf aber nicht da unten landen, weil die Stacheln die ganze Zeit durchgucken. Richtig. Okay.
landen kannst du erst wieder rechts. Ach, ich löse den ja aus, dadurch, dass ich ihn hochschmeiße. Okay, passt. Ja, dann kann ich ihn vielleicht fangen in der Luft oder so. Genau. Ah, dann war es das ja schon. Richtig, und das war dann auch schon die erste Hälfte. Ja, das ist wirklich kurz gewesen. Es war nicht so kurz, dass ich sagen würde, hey, traue ich mir ohne Safe States zu. Dafür ist mir zu viel Zeug dabei, aber ja. Kann man nicht direkt auslösen. Ah, eigentlich auch, wenn es unten ist, geht's auch. Macht ja keinen Unterschied. Muss halt jetzt ausgelöst sein. Oh, dann fällt er da unten. Yo, was? Ach so, dann muss ich da drüben. Uiuiuiui, das wird jetzt interessant. Ja, das Timing ist schon dezent schlecht. Findest du? Ja, finde ich. Ich finde, das geht noch. Oh. Ach so, weil ich jetzt da zweimal gegen donke. Ich kann ja auch nur einmal durchgehen. Ah, ja, ja, doch. Könnte. Guck mal. Jetzt haut er wieder ab. Also HF konnte das noch auf diese Weise spielen. Und ja, man kann es auch immer noch auf diese Weise spielen. Aber ich würde es nicht empfehlen. Geht aber. Es geht. Aber... Was heißt HF konnte? Du hast was verändert und ich kann es aber trotzdem noch. Ja, der Stachelblock ist etwas größer geworden. Ah, okay, I see. Dann ist es ganz anders gedacht. Ja, du gehst jetzt mal bitte sterben. Nee, warte, ich will das jetzt erst schaffen. Das musst du jetzt mal geben. Ich glaube, ich weiß nämlich nicht, wenn du sagst, der Stachelblock ist größer geworden, könnte es ja sein, dass es doch verhindert ist. Ja, der ist größer geworden, aber ich weiß, dass es geht. Ich hab's selbst geschafft. Okay. Ja, geht. Gut, also gehe ich sterben. So. Ja, und jetzt springst du mal direkt auf den Fuzzy. Ah, okay. Ach so. Dann sieht das Timing-mäßig nämlich ein bisschen anders aus. Also es ist schon in Ordnung, wenn er da oben eine Runde kreist. Also ich soll nicht sofort runter mit ihm. Richtig. Eine Runde darf er drehen mit dir. Das macht es aber noch schwieriger. Ich möchte meinen, das Level in einem Kaizo-Hack sollte eventuell schwierig sein. Ja, ich meine, das andere wäre ja auch schwierig gewesen. Okay. Ah, jetzt kommt da auch noch so ein Ding rein. Das ist ja frech. Ja, der kam vielleicht ungünstig. Na? Oh Gott, sowas kann ich überhaupt nicht. Das ist wie auf einer Disco-Shell. Nur, dass die noch unkontrollierbarer ist. Ach so, jetzt soll ich da drinnen warten. Da oben den Block treffen und dann da auch da oben bleiben und bestenfalls triffst du den Block noch ein Stück eher. Oh, verstehe. Nämlich wenn der Fuzzy da hochspringt. Das ist ja wirklich komplett anders, als ich es gespielt habe. Alter! Das war schon zu spät. Hm. So ist gut. Oh Gott, lass mich doch da drauf bleiben. Yo! Und dann noch auf der Bullet landen. Halt nicht jetzt.
Schlechtes Teil, schlecht gestated. Geht das noch? Könnte gehen. Ja, natürlich geht das. Ja, aber es wäre schon angenehmer, von weiter drüben zu springen. Okay, passt. Jo, da oben ist ein Mond bloß. Okay. Dachte, was wichtig ist. Wait, das ist das Ziel. Ja. Ah, da muss ich erstmal drüber. Richtig. Ah, das ist nochmal ein Ziel. Oh, das ist das eigentliche Ziel. Richtig. Gut erkannt. Okay, dann haben wir es ja schon, das Level. Das war wirklich wieder kurz. Das ist wirklich eins der kürzesten überhaupt. Finde ich aber gut, das hätte jetzt nicht ein ganzes Level lang, also ein längeres Level lang über diesen Facita Spin jumpen wollen. Das war wahrscheinlich schlecht. Ja. Nein! Solltest du vielleicht so schnell wie möglich runter und nicht erst ewig warten. Ja, ist ja gut. Ne? Arbeite ja dran. Oh. Bestenfalls auch den richtigen Block treffen. Gut. Gut. Sehr gut. So. Juhu. Puh. Haben wir das auch geschafft. Eieieiei. Okay, jetzt haben wir hier die Brücke. Also nicht Brücke. Da haben wir jetzt gar keinen neuen Weg aufgebaut. Richtig. Also geht's trotzdem hier weiter. Nee, tut es nicht. Okay. Wo habe ich denn noch was übersehen? Schau mal nach rechts. Also hier der Weg ist, glaube ich, fertig. Ich sag rechts und Conan geht ganz irgendwo ja, anders ich lang. Guck, ja, ich guck. Ach so, rechts. Rechts ist hier. Ah, da komme ich nicht. Meinst du hier rechts? Hab ich das nicht? Autofahren und so? Habe ich das noch nicht richtig gespielt? Weil nach unten komme ich hier. Ja, nach unten kommst du. Das ist aber durch das vorige Level ausgelöst, wer wo. Ach, ich habe das noch gar nicht gespielt. Richtig. Das sehen wir dann wohl im nächsten Part. Grüße gehen übrigens raus an Sylaikan, der erkannt hat, dass das, dass das Lux üblich ursprünglich mit einem U geschrieben war, was natürlich falsch ist. Natürlich wurde das jetzt durch ein V ersetzt. Vielen Dank dafür. Ah, sehr schön. Gut, dann danke an dir auch fürs Zuschauen. Und tschüss. Und tschüss.